Guten Morgen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum DAX-Check. Thomas, guten Morgen, hat gerade verraten, dass er heute Nacht ziemlich lang auf war. Ich hoffe, du hast jetzt die Energie, obwohl eigentlich, komm, wenn der DAX keine Energie hat, was sollen wir uns denn jetzt hier, ne? Ja, also da können wir eigentlich das Ganze ganz schnell beenden. Wir sind 0,4% heute minus, ja. Nachdem Trump die Hongkong-Gesetze vom Kongress vorgestellt unterschrieben hat. Man hat ja gehofft, dass es nicht macht, weil er damit natürlich die Chinesen wieder bis aufs Blut reizt. Ja. Aber das ist seins. Dann hat er ja getwittert. Ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast. Nein. Oberkörperfrei mit Boxergürtel und ja. Also der Mann ist total irre. Er hat ein oberkörperfreies Bild von sich gepostet? Ja. Gefotoshoppt oder? Ich weiß es nicht. Nee, hab ich noch gar nicht. Das ist ja völlig an mir vorbei. Ja. Also, das zu dem Thema. Sie merken, also nicht Sie, sondern die Zuschauer, dass wir relativ wenig zu berichten haben über den DAX, der eben weiterhin in dieser schönen Seitwärtsbewegung sich befindet, mal wieder in der Mitte. Genau. Dabei machen die Amerikaner das doch gerade so schön vor. Wie's ja, aber die Dynamik hat auch dort nachgelassen, muss man ja sagen. Aber ja, die Deutschen, die pendeln vor sich hin, lassen wir auch so. Deswegen können wir das Ganze relativ kurz machen. Okay, du willst, dass wir jetzt aufhören. Ich habe es schon verstanden. Wir sind jetzt beim Sie, wir beenden die Sendung früh. Ah, okay, das ist gefotoshoppt, Gott sei Dank. Aber es ist, ja, es ist etwas bedenklich, ne? Ja. Okay, danke, liebe Regie. Jetzt kann ich auch aufhören. Okay, alles klar, wir lassen den Handelstag. Was bleibt uns auch anderes übrig, auf uns zukommen. Wir wissen ja, auf welche Marken es ankommt. Genau. Und haben dann einfach mal die letzten drei Videos anschauen. Ja. Wir können auch nichts dafür. Okay, danke Thomas auf jeden Fall. Danke, liebe Zuschauer, dass Sie mit dabei waren.